Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, es geht direkt weiter mit der nächsten Folge, die ich gleich aufnehme. Wir sind weiter an unserem Lagerhaus dran, wo wir jetzt dann noch quasi noch die ganzen Verstrebungen von noch hochziehen. Macht man das am besten? Haben wir noch Erde? Mit 7 wäre ich nicht wirklich hochkommen. Na, wobei. Könnte man schaffen. Das war da alle platzieren. Ah, doch. Ja, der Dreckfahrstuhl, der funktioniert immer noch recht gut. Ups, einer zu viel. Ja, es wird langsam. Ja, da haben wir doch schon, ja, jetzt kann man sich langsam schon ein bisschen mehr vorstellen von den Ausmaßen. Nö, das wollte ich nicht. Das braucht man, Dreckfahrstuhl. Komme ich da gar nicht hin? Okay, müssen wir es so machen. Was macht die Sonne? Oh, geht langsam wieder unter, aber. Das kriegen wir noch hin. Ich dachte, ich hätte noch ein Bett eingesteckt. Da müsste man nicht immer zurückrennen. Jo. So. Heute geht es ein bisschen besser mit dem Aufnehmen. Die letzten Folgen waren doch sehr, sag ich mal, verhustet. Was mir auch ein bisschen unangenehm ist, wenn ich so viel husten muss in den Folgen. Und für die als Zuschauer ist sicher auch nicht angenehm, wenn in den Folgen, egal jetzt welches Projekt, wenn da immer wieder gehustet wird. Aufnahme läuft noch. Da schaue ich auch immer mit einem Auge drauf. Weil es mir da auch schon passiert ist, dass
vor ein paar Wochen, wo das Aufnahmeprogramm immer wieder mal sich selbstständig abgeschalten hat, aber das passt jetzt. Und wir sind bis jetzt auch von Abstürzen verschont geblieben. Vorher sah ich es noch mit die Huster. So, und einer noch. Jo. Jetzt haben wir schon grobes Bild von dem Ganzen. Die Frage ist, ob wir hier dann auch noch runterziehen. Das weiß ich eben noch nicht. Wie wir es da machen. Oder ob man nur so schräg, so Verstrebungen machen, schräg rauf, wäre auch eine Möglichkeit. Da ist die Frage nur, von wo weg? Und wirkt das dann am Ende auch? Hätten ja die Möglichkeit, dass wir es sagen könnten, wobei er gut außen nicht. Also braucht man es auch nicht wirklich. So, und jetzt ist die Frage, wie hoch machen wir das Fenster? Ziehen wir das auch so hoch? Schauen wir mal. Wir können ja mal den glatten setzen. Da haben wir ja ein bisschen was. So. Jetzt sagen würden. Wir machen das mal so. Achso, wir müssen hier das ja dann auch noch hochziehen. Na gut. Wären halt riesige Fenster, aber das wollte ich ja auch, dass da schön Licht reinkommt. Es soll ja doch einen freundlichen Charakter haben, zumindest der Hafenbereich. Falsch. Ja, schon, aber ich war irgendwie, irgendwas fehlt noch. Ich kann es nicht sagen. Irgendwas fehlt hier noch. Thank you.
Ich kann es nicht sagen. Leider kann man da nicht wirklich großen Muster reinbringen. Außer halt mit denen, den gemeißelten. Ah, wobei, kommt da dann noch ein Dach drauf. Hier wird es ja dann eher alles noch so eins dann vorgezogen, wo dann das Dach dran ist. Und hier wird das Dach vorgezogen, das heißt, es wird ja nicht ganz gerade komplett hoch. Ich glaube, dann kann das schon gut aussehen. Eventuell kann man mit den Fenstern noch ein bisschen arbeiten. Man könnte machen halbe halbe oder man zieht außen einen Ring in einer anderen Farbe und macht nur den Innenbereich dann glatt. Wäre auch eine Möglichkeit. Wo ich halt total unschlüssig bin, ist hier den Eingangsbereich. Wollen wir den so komplett hochziehen? Oder ziehen wir da noch so einen Zwischenbalken? Und dann könnte man oben auch noch ein Fenster reinmachen. Oder ähnlich wie hier drüben. Quasi Farben der Drachenwacht ins Lager integrieren. Jetzt haben wir hier einmal 4 hoch. Ich meine, so ein Bogen wäre vielleicht auch nett, so einen Bogen reinzumachen. Die Frage ist nur, geht das? Müssen wir mal probieren. So. Vier. Möchte mal was testen. Haben wir noch was zum Hochstapeln? Nicht wirklich. Ist ja egal, machen wir es mal so. Dann so. So. Da ist einer hoch, dann zwei rüber. Wie gesagt, ist jetzt alles nur ein Test. Sieht etwas komisch aus. Mach mal wieder weg. Und wenn, müssten wir hier schon rüber. Kann man schon schlafen. Dann reißen wir das nochmal weg. Ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und schnell ins Bett. Wenn wir es so machen. Mal was anderes. Wie gesagt, alles ein Versuch. So, wie haben wir es denn da gemacht? Da sind wir hier gleich mal eins reingegangen. Quasi so. Und hier
hier. Schauen wir mal, ob das nach was ausschaut. Ja. Muss ich ja vorstellen, dass hier dann auch alles Wand wird. Beziehungsweise. Ups, das wollte ich. Und genau, dann kann man hier das noch. Hier noch füllen. Ich meine, das wäre so vom Bogen her. Man könnte natürlich auch. Die jeweils ersetzen durch die. Oder jeden zweiten. Haben wir denn noch welche? Ja, wir haben noch. Würde natürlich auch gehen. Wenn wir machen hier, mittig, hier. Schauen wir mal, wie das ausschauen wird. Wenn wir da nicht den, sondern. Oder wir lassen es hier glatt machen. Hier, aber schauen wir mal. Wie gesagt, ist ein bisschen herumexperimentieren, diesmal in der Folge. Und dann hier noch der in der Mitte. Beziehungsweise können wir es eigentlich mal komplett auffüllen und dann mal so als Gesamtes betrachten. Braucht man mehr von den glatten. Komplett zu machen. Dann kann man immer noch überlegen, ob man wo Fenster reinmacht. Ob das dann nicht schon wieder zu massiv wirkt. Schauen wir mal, muss ich das halt wirklich mal als Ganzes vorstellen. Dann haben wir gesagt, den nehmen wir mal weg. Machen hier die rein. So, ja, schauen wir mal. Gut, man kann ja dadurch dann noch Sachen aufhängen, die Banner noch dran machen. Aber so, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich selber unschlüssig. Ich bin ja beim Sonnenschein ja Designberater. Es ist immer leichter bei anderen, wenn man sich was anschaut und dann zu sagen, ja, das könnte man so oder so noch ändern. Aber selber ist manchmal, man steht davor und es kommen die Ideen nicht. Man denkt sich nur, so wie es ist, passt es nicht, aber wie könnte man es ändern? Wenn ich es so mache. Mal weiter weg. Ich meine, die Fenster, das könnte ich mir vorstellen, dass wir das wirklich so machen. Aber hier, da fehlt eindeutig was. Wobei natürlich, wenn wir hier dann jeweils Banner oder irgendwas hängen haben. Zwei Banner, eins hier und eins hier.
Ich weiß nicht. Oder machen ganz was anderes. Ziegelstein. Einmal rundherum. Stattdessen so eine Struktur mit Ziegelstein reinbringen. Wir haben ja zum Glück genug Sand. Wir können ja das eine oder andere probieren. Stufen haben wir ja auch noch. Oder wir machen Holz. Dass wir sie in Holz einfassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Könnten natürlich das hier auch durchziehen. Wir machen davor noch was. Aber irgendwas fehlt. Aber ich habe gerade keine direkte Idee. Das heißt, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Ich werde mir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht habt ihr ja noch designtechnischen Vorschlag. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Chroniken der Drachenwacht. Tschüss!